Willkommen zurück zu Oblivion. Im letzten Part sind wir in das Haus der Surelia-Brüder eingebrochen und da gab es nicht wirklich viel zu holen. Ich grüße euch. Vielleicht mal schauen, was das nächste Haus birgt. Die Magier-Gilde, das werden wir auch machen. Skingrad Mages Guild. Hallo? Ich finde die Magier-Gilde. Ich habe die Magier-Gilde schon einmal durchgespielt. Und sie ist eine. Die Magier-Gilde ist wirklich extrem geil. Also, es ist. Man findet coole Sachen. Seelenstein gestohlen. Meins. So, was haben wir denn hier? Magie vom Himmel. Können wir verkaufen. Und einen Welkenstein. Zaubereihandbuch. Kolovianische. Oh. Hier gibt's einiges zu holen. Hoffe ich zumindest mal. Ach du Scheiße! Das ist ein bisschen cheaten. So. Stahlstreitaxt. Erdbeeren. Hier gibt es richtig. Ein Kettenhelm. Lederbrustharnisch ist, glaube ich. Lederstiefel. Stahlstiefel. Eisernes Claymore. Sehr geil. Ein paar neue Ausrüstungen. Ein Kettenhelm. Achso, den habe ich. Ich habe schon einen Lederbrustharnisch. Stahlstiefel. Rüstungswert 8 momentan. Das war knapp. So, enable. Ich laufe jetzt einfach mit einem gestohlenen Zeug rum. Kettenhelm, Brustharnisch, Pelzhandschuhe, Lederbeinschienen und Stahlstiefel. Die verrückteste Kombination von Oblivion. Oh, Salat, Zwiebel. Das nächste Haus. Komm schon. Ich will mehr Zeug.
zum... Alter! Alter! Ja! Alter, das Haus ist... Alter, was ist das? Ach du heilige Scheiße! Das ist ja gar kein Bürgerhaus. Kein Normalbürgerhaus. Der Sache muss ich auf den Grund gehen. Bestimmt werden wir hier... Ist, glaube ich... Ich würde sagen, es ist ein Elfenhaus. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss denen auf den Grund gehen. Unlock. Schnell cheaten, kurz. Kurzschwert. Was ist das? Ah, eine Magierin, wie es aussieht. Oder ein Magier. Ah. Geht's hier noch weiter? Nee, oder? Prinzlederschuhe, Sackleinhose, zwei Gold. Wie heißt dieses Haus? Neras Tarel. Ich will jetzt gleich mal nachschauen, was sie mit diesem Haus auf sich hat. Sagt nicht viel aus, ich habe mal nachgesehen. Das sagt nicht wirklich viel aus, außer dass es eben voll von Skeletten, Zombies und es soll auch noch von einem Lich bewohnt sein. Und über den Verbleib des Besitzers weiß niemand etwas. Es muss doch ein wenig... Es muss doch etwas mehr in diesem Haus auf sich haben. Was könnte es denn sein? Oh. Lass mich einfach wieder rein. Es macht mich neugierig, aber ich glaube, es geht keine Kellertür oder so etwas. Was ist hier drin verborgen?